Schön, dass du wieder da bist. Du hast sicher Lust auf eine spannende Geschichte. Dann lehn dich gerne wieder ganz entspannt zurück und huschel dich in dein Bettchen ein und dann schließe deine Augen. Ich nehme dich heute mit durch ein spannendes Abenteuer mit ein paar ungewöhnlichen Wesen. Die Hexe auf dem Einhorn. Die Welt ist in Schatten gehüllt. Die Stille der Nacht lädt die meisten Zauberwaldbewohner zum Schlafen ein. Einige aber werden genau von dieser schweigenden Dunkelheit geweckt. Heute ist eine außergewöhnliche Nacht mit einer mondlichtlosen Finsternis, die fast jedes Licht verschlingt. Und doch nur fast. Denn die leuchtenden Nachtgewächse und die kleinen funkelnden Käfer fallen heute besonders gut ins Auge. Doch nicht nur das. Auch die Sterne scheinen heller, da ihr übertrefflicher Gegenspieler, der Mond, heute mal ausgeknipst bleibt. Und so sitze ich auf einem mit weichem Moos bedeckten Felsen hoch oben in den Bergen, um den Sternen noch näher zu sein. In solch einer Nacht ist das Schönste, was man machen kann, die Unendlichkeit der Sterne zählen. 536, 537, 538, 539, 540, 541. Vor mir liegt ein riesiger Abgrund. Meine Füße baumeln in die Schlucht hinunter. Schaut man in die endlose Tiefe, so sieht man in der Ferne ein kleines Häuschen, in dem noch Licht brennt. Aus einem Schornstein steigt mal grüner, mal blauer und mal türkiser Rauch auf. Seltsam, wer da wohl wohnt? Ich lass mich nicht weiter ablenken und zähle meine unendlichen Sternchen. 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Noch bevor ich die nächste Zahl zu Ende zählen kann, schießt plötzlich ein leuchtend kaltweißes Ding himmelwärts an mir vorbei. Ich spüre noch den sausenden Windstoß, der meine Haare in die Höhe flattern lässt. Kurz erstarre ich. Ich blicke dem rasenden Lichtschweif hinterher und frage mich, was zum Zaubergeier war das? Und wo verdammt nochmal ist der 1000. Stern, den ich zuletzt zählte? Ich blicke suchend zum Sternenzelt. Es ist wohl unmöglich, diesen einen Stern wiederzufinden. Hochkonzentriert verfolgen meine Augen Stern um Stern, bis meine Aufmerksamkeit schlagartig auf eine vorbeihuschende Sternschnuppe fällt. Doch warte, halt! Was passiert denn da? Die vermeintliche Sternschnuppe verschwindet gar nicht und sie hüpft wie ein Floh hin und her. Huch, was tut sie denn jetzt? Mit aufgerissenen Augen schaue ich unglaublich drein. Ehe ich realisieren kann, was da gerade vor meinen Äuglein geschieht, und zwar, dass ein verrücktes Etwas, das definitiv keine Sternschnuppe ist, direkt auf mich zusteuert und mir jeden Moment ins Gesicht... Mit voller Wucht plumps ich nach hinten. Sprachlos lieg ich da. Ein näher kommendes Gelächter hallt in meine Elfenohren. Hui!
Ufi. Ich setze mich auf, blick nach vorn und zisch, huscht etwas aus meinem Bauch heraus und fängt wieder hämisch an zu lachen. Du hättest dein Gesicht sehen müssen. Ich drücke meine Hände auf mein Bäuchlein, als wolle ich es hineinschieben. Dann streichle ich den Bauch beruhigend und frage mich völlig verwirrt und verwundert zugleich, ist dieses komische Ding gerade aus meinem Körper herausgeflogen? Meine gedankliche Frage kam anscheinend gut verständlich bei dieser vor mir schwebenden Kichererbse an. Ich hau mich weg, aus dem Körper herausgeflogen. Wiederholt es lächerlich meine Worte und kichert weiter und weiter mit Lachtränen in den Augen. Du bist echt göttlich witzig. Mit verschränkten Armen stehe ich mit einem Ruck auf und schaue dieser dauergrinsenden Lichtgestalt böse in die Augen. Das schien diesem tierähnlichen Wesen aber überhaupt nicht zu jucken. Es lacht unaufhaltsam weiter und klingt dabei manchmal wie ein Schwein. Versuchst du gerade böse zu gucken? Ich versuche es nicht, ich gucke böse. Entgegnete ich harsch. Lacht es wieder los und ehe ich mich versah, schwingt es ohne jeglichen Anlauf auf mich zu und zisch. Wieder ein erstarrendes Gefühl bis tief in die Seele. Ich spüre im Nacken einen kalten Hauch. Als ich mich zur Seite drehe, um nachzuschauen, zucke ich zusammen, denn ein unerwartetes Buh im linken Ohr raubt mir den Verstand. Diese grunzende Grinsebacke kreist lachend um meinen sich mitwippenden Kopf. Ich komme nicht aus dir heraus, du Dummkopf. Ich fliege durch dich hindurch. Ach, du schaurig böse guckende Blitzbiebe, du. Blitz was? Wundere ich mich in Schockstarre. Psst, sei still, befiehlt es mir und fuchtelt mit seiner kleinen Pfote vor meinem Mund herum. Psst, sei ruhig. Es reißt seine groß, weit auseinanderstehenden Knopfaugen auf, kommt ganz nah an mich heran und ich blicke so tief in dessen Augen, dass ich scheinbar wie durch ein bläulich schimmernder Schleier, der mir vom Gesicht hängt, hindurchlunschen und die Welt erkennen kann. Es wendet sich wieder ab von mir und fragt, »Hast du das gehört?« »Was denn?« »Psst!« unterbricht es mich wieder, während es umsichtig die Gegend beäugt. Um anscheinend noch besser hören zu können, spannt es seine haarigen kleinen Knickohren an. »Ja, jetzt höre ich es! Ich höre es! Was denn?« erkundigt ich mich stutzig. »Echt jetzt? Du hast so große Spitzohren und hörst so schlecht?« spricht es zu mir, verkneift sich das Lachen und ignoriert meine Frage. Dann schwirrt es mit schnüffelnder Nase wie ein Hund wild umher, als würde es nach einer Fährte suchen. »Ich hab's, ich hab's, ich hab's!« brüllt es eilig auf. Ungeduldig hinterfrage ich wiederholt. »Was ist denn nur hier los? Was hörst du denn? Was hast du gefunden? Und wer bist du überhaupt?« »Warte, warte, gleich, gleich, erkläre ich dir alles. Komm, wir müssen uns beeilen. Los jetzt, los, komm schon!« Ich spüre einen kleinen Stups am Rücken, welcher mich zum Fliegen animiert, während das sonderbare Wesen in die Tiefe des Waldes rauscht. Und ich
hinterher. Ich sehe es leuchtend vor mir herschweben und versuche der Geschwindigkeit standzuhalten, aber es ist wahnsinnig schnell. Diese unbekannte Schnelligkeit lässt mich kaum richtig sehen, wo ich eigentlich hinfliege. Mit einem Schlag brüllt das Zauberwesen: Stopp! Ich versuche zu bremsen, kralle meine Füße tief in den Waldboden, doch all das nützt kaum noch was, da ich einfach viel zu schnell unterwegs bin. Ich rase unaufhaltsam direkt auf das Wesen zu, kneife aus Schreck die Augen fest zusammen, halte meine Arme schützend vor dem Kopf und stelle mich gedanklich auf einen Aufprall ein. Doch anstatt gegen das Wesen zu brettern, gleite ich offensichtlich völlig unberührt hindurch, versinke tiefer und tiefer im staubigen Erdreich, bis ich letztendlich nach und nach kurz vor einem fetten Baumstamm endlich zum Stehen komme. Puh. Ein Millimeter hätte gefehlt, dann wäre ich Elfenmus. Puh. Glück gehabt. Ich klopfe mir den Staub von meinem mit Blumen beschmückten Kleid ab, drehe mich dabei krummelnd zu dem Wesen um. Verwundert erblicke ich aber zwei Gestalten. Was ist denn das jetzt wieder? Frage ich mich. Ein großer kastanienbrauner Fellknäuel mit winzigen Öhrchen. Es hat so viel Fell, dass man kaum ein Gesicht erkennt, geschweige denn man erkennt, wo vorne oder hinten ist. Steh da nicht so rum, hilf mir lieber, befiehlt mir das leuchtende Wesen, von dem ich immer noch keine Ahnung habe, was das eigentlich ist. Ich tipple vorsichtig zu den beiden und als ob man mir meine Fragezeichen im Gesicht ansieht, sagt Leuchti zu mir: Das ist Roberti, ein Bombaru. Er hat wohl aus Versehen ein giftiges Blatt gefressen und nun braucht er dringend Hilfe. Ich weiß auch, wer ihm helfen kann, doch zunächst müssen wir ihn irgendwie beruhigen. Er zittert, hat Angst und ist schon so sehr schwach. Flink ergreife ich das Wort. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich tun kann. Ich bin doch eine Elfe und beherrsche die Kraft der Träume. Vielleicht wird ein schöner Traum dem Wombaru ablenken, ihm die Angst nehmen und etwas beruhigen. Beruhigt entgegnete das Wesen: Ja, das klingt fantastisch. So kann er die Kräfte sparen, bis die Hexe kommt. Hä? Hexe? Welche Hexe? Staune ich nicht schlicht. Ah, fang jetzt an, jede Sekunde zählt. Ja doch. Ich hole eine kleine Flasche, befüllt mit magischer Traumzauberflüssigkeit, aus meiner plattförmigen Gürteltasche heraus und beträufle meine beiden Hände damit. Dann bilde ich mit den beiden Daumen und Zeigefingern ein großes Dreieck. Ein regenbogenschimmernder Film bildet sich wie ein Geflecht aus fröhlich tanzenden Traumbildern zwischen den Fingern. Ganz behutsam puste ich Luft langsam und gleichmäßig so lange durch die Finger, bis eine gigantische Traumzauberblase entsteht, die Roberti umschließt. Kaum eingehüllt und zugedeckt von dem mächtigen Elfenzauber beruhigt sich das Wombaru. Das Zittern hört schlagartig auf und man erkennt sogar ein wohliges Lächeln. Währenddessen sitzt das hexenrufende Wesen auf seinen Hinterläufen, streckt den kaum vorhandenen Hals aus und jault unüberhörbar laut los. Das Wolf-Schwein-Gejodel geht durch Mark und Bein. Nach diesem ohrenbetäubenden Lärm springt es mucksmäuschenstill zu mir. Hat es geklappt mit dem Traumzauber? Fragt es mich fürsorglich. Ja, Roberti fliegt sicher gerade zu den rosa Zuckerwattewölkchen und nascht den Himmel leer.
Wir lächeln uns zufrieden zu. Nun sag mir doch, wer bist du? Und was machst du hier eigentlich? Und überhaupt, erklär mir doch mal alles, bitte, flehe ich das Wesen an. Na gut, fängt es an und zieht dabei das A betonend lang. Ich heiße Sandy und bin ein Geisterhund. Aber keine Angst, ich kann nicht mehr beißen. Sie grinst breit, hält hechelnd ihre Zunge raus und nun erkenne ich auch einmal mehr den Hund in ihr. Meine zwei Geschwister, Peppa und Oskar, kommen sicher auch gleich, aber die sind keine Geister, die haben also noch richtig scharfe Zähne. Willst du mir jetzt etwa Angst machen? Frage ich ironisch. Wir beide lachen lautstark, bis uns ein quälendes Brummen ablenkt. Oh, oh Mist, der Traumzauber lässt nach, stelle ich besorgt fest. Fast zeitgleich erhellt ein glitzernder Regenbogen, der sich zu uns bewegt, den schwarzen Nachthimmel. Da, sieh nur, ruft Sandy erfreut. Endlich, die Hexe auf dem Einhorn ist da. Eine Hexe auf dem Einhorn? Wundere ich mich. Ich dachte immer, Hexen fliegen auf einem Besenstiel. Mit staunenden Augen stehe ich vor der eben gelandeten Hexe, die tatsächlich auf einem glänzenden, bernsteinfarbenen Einhorn sitzt. Ein weißstrahlender Glitzerstreifen verläuft vom Mäulchen bis zur Stirn, wo das zur Spirale gedrehte spitze Horn des Tieres sitzt. Seine lange goldene Mähne funkelt genauso schön wie der geflochtene Pferdeschwanz. Auf dem Einhorn sitzt nicht nur stolz die Hexe, auch Sandys angekündigte Geschwister sitzen brav im Hundeschneidersitz und warten auf einen Befehl. Ohne noch lange zu zögern, steigt die Hexe von ihrem Einhorn, begrüßt uns hastig und fragt: Wo ist unser Patient? Wir gehen zur Seite, damit sie Einblick erlangt. In Sekundenschnelle beugt sie sich über das kränkelnde Wombaru, legt ihre Hände auf den weichen Puschelbauch und spricht irgendeinen Zauberspruch. Ich sehe, sie hat ihre Augen fest verschlossen und kreist ihre Hände nun im Wechsel über dem Tier. Der kleine Roberti zittert und krummelt immer stärker. Dann wühlt die kleine Hexe in ihrem mit Efeu umwachsenes Umhängesäckchen und sucht nach irgendetwas. Verblüfft mustere ich das Geschehen. Viele kleine Efeublätter schmücken auch ihr Haar, welches zu vielen kleinen hellblonden Würmchen verfilzt bis zu den Schultern hängt. Sie trägt einen langen Rock aus mit Kräutern gefärbten und zerschnittenen Stoffbändern. Es duftet herrlich nach Natur. Dann sehe ich, wie sie eine rundliche Flasche Diamantenglas aus der Tasche zieht. Darin ist eine türkis leuchtende Flüssigkeit zu erkennen. Vermutlich ein Zaubertrank. Behutsam hält sie Robertis Köpfchen, um ihm die Hexenmedizin zu verabreichen. Kaum ist die Flasche leer, kann man beobachten, wie all die Lebensgeister des flauschigen Kerlchens zurückkehren. Es dauert nicht lange, da hüpft er auch schon energiegeladen im Kreis. Juhu, juhu, ich bin wieder geheilt, juhu, schreit er euphorisch und springt der Hexe in die Arme. Danke, danke, liebe Kräuterhexe, du hast mir das Leben gerettet. Ja doch, Roberti, pass das nächste Mal trotzdem besser auf. Du weißt, die Pflanzenwelt ist riesig und es gibt auch viele, viele giftige Pflanzen, ermahnt sie bestimmend, jedoch sehr liebevoll.
Ja, ja, das mache ich, das mache ich, versicherte das Wombaru. Die Hexe lächelt zufrieden, dreht sich zu mir und streckt die Hand zur Begrüßung aus. So, nun aber mal richtig in Ruhe, sagt sie. Ich bin die Kräuterhexe Janette und wohne mit meiner Rasselbande unten im Tal. Dort stelle ich viele, viele Zaubertränke gegen fast jedes Wehwehchen her. Unser kleiner Roberti hat ein schnell wirkendes Gegengift aus Zaubernessel, Löwenfahne und Trolldistel ausgekocht in Mondlichtwasser bekommen. Außerdem ist das Löwenfarn auch unter dem Begriff Warnfarn bekannt. In Zukunft wird ein inneres Signal ihm helfen, giftige Pflanzen zu erkennen. Wow, was du alles weißt und was du alles kannst, schwärme ich. Und warum fliegst du eigentlich nicht wie all die anderen Hexen auf einem Besen, sondern auf einem Einhorn? Lächelnd schaut sie zu ihrem Einhorn, beklopft freundschaftlich dessen Hals und antwortet: Ganz einfach, weil ich mein Pony mit Hörnchen so unendlich liebe. Stimmt's, Rico? Du mich doch auch. Und so reiben beide verschmust ihre Köpfe aneinander. Eine grunzende Stimme überfällt die Vorstellungsrunde mit einer weiteren Vorstellungsrunde. Sandy, die Hündin, die auch einem kleinen Schweinchen ähnelt. Schau, und das sind meine Geschwister. Der etwas stämmigere als ich aussehende Oskar mit erdnussbutterfarbenem Fell, kurzer flacher Nase und großen Fledermausohren. Peppa hingegen ist riesig. An ihr ist eine Piratendame verloren gegangen. Warum eine Piratendame? Wundere ich mich, während ich sie begutachte. Na schau doch, ihr ganzer, mehr oder weniger grazile Körper ist mit weißen Härchen bedeckt, aber im Gesicht siehst du die schwarze Stelle da und zeigt mit ihrem Pfötchen auf das linke Auge von Peppa, welches ringsherum mit schwarzem Fell umrahmt ist. Ah, eine Piratenaugenklappe, enthülle ich einleuchtend. Peppa bestätigt meine Aussage mit einem rollenden Arrrr. Als Oskar plötzlich einwirft: Sandy, du hattest doch eben was von Erdnussbutter gequatscht. Ich glaub, wir sollten langsam nach Hause. Ich habe nämlich mächtig Hunger. Janette und all die anderen verdrehen die Augen und sprechen im Chor: Du hast immer Hunger, Oskar. Dann springt Janette auf ihr Einhorn und trommelt alle zusammen. Na los, Kinders, machen wir zurück nach Hause. Brav springen die Hunde auf, nur Sandy schwebt über ihren Köpfen. Mach's gut, kleine Elfe. Komm mal vorbei, wenn du magst. Du weißt ja jetzt, wo wir wohnen. Ich habe auch noch andere lustige Gesellen auf meinem Hexenhöfchen. Sie winken und fliegen wie ein Blitz in die Ferne. Tschüss, bis bald, rufe ich winkend hinterher. Dann blicke ich zum schnarchenden Wombaru. Lege mich mit dem Kopf auf seinen wohlig weichen Kugelbauch und schlafe erschöpft ein. Und das ist das verträumte Ende dieser kleinen Geschichte. Vielleicht bist du mittlerweile ja schon eingeschlafen und dann möchte ich dich jetzt auch schlafen lassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Geschichte hoffentlich wieder. Ich freue mich auf dich. Und denk immer dran, sei nebenbei ganz sorgenfrei.